Das fünfte Evangelium von Philipp Vandenberg. Es liest Anne Moll. Um sie herum war alles weiß. Und als schmerzten die weißen Wände, der weiße Boden, die spiegelblanken weißen Türen und die grellen Neonröhren an der Decke, vergrub Anne ihr Gesicht in den Händen. Sie begriff gar nichts. Sie hatte nur das Wort Koma gehört und dass es schlecht um ihn stehe von irgendwoher drang der Rhythmus einer stampfenden Maschine. Es roch nach Kabul und die Wärme war beinahe unerträglich. Anne blickte auf. Ihre Lippen zitterten und sie fühlte einen Schmerz, den sie nicht lokalisieren konnte. Sie ahnte, dass ihr Leben auseinanderbrach. Sie hatte nie darüber nachgedacht, wie das sein würde, wenn einem von ihnen etwas zustieße. Sie liebte Guido und Liebe fragt nicht nach dem Ende. Aber Jetzt erkannte sie das Törichte dieser Haltung. Auf einen Anruf wie diesen war sie einfach nicht vorbereitet. Es tut uns leid, wir müssen Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Ihr Mann hatte einen schweren Unfall, machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst. Sie erschrak, als sie sich dabei ertappte, wie sie in Gedanken das Haus neu einrichtete und das Antiquitätengeschäft verkaufte, wie sie den Entschluss fasste, erst einmal eine Weltreise zu machen, um Abstand zu gewinnen. Guido war nie zu einer Weltreise zu bewegen gewesen. Er hasste die Fliegerei. Mein Gott! Anne sprang auf. Sie schämte sich wegen dieser Gedanken. Im selben Augenblick trat ein hagerer Mann mit verschmutzter randloser Brille aus einer Tür. Während er auf Anne zukam, nestelte er an einem grünen Mundschutz, der um seinen Hals hing. Frau von Seidlitz? fragte er tonlos. Ja, presste Anne leise hervor. Es tut mir leid. Für ihren Mann kam jede Hilfe zu spät. Es mag in dieser Situation ein schwacher Trost für sie sein, wenn ich sage, es ist vielleicht besser so. Ihr Mann wäre vielleicht nie mehr zu sich gekommen, die Schädelverletzungen waren zu schwer. Tod. Zum ersten Mal begriff sie die Endgültigkeit dieses Wortes. Nach Hause nahm sie ein Taxi. Sie war nicht in der Lage, sich selbst ans Steuer zu setzen. Dem Fahrer hielt sie wortlos einen Schein hin, dann verschwand sie im Haus. Alles erschien ihr auf einmal fremd, kalt und abweisend. Sie hastete die Treppe empor in ihr Schlafzimmer und ließ sich auf das Bett fallen. Dann, endlich, weinte sie. Das geschah am 15. September 1961. Drei Tage später wurde Guido von Seidlitz auf dem Waldfriedhof beerdigt. Am Tage darauf begannen die Merkwürdigkeiten. Anne Seidlitz gebrauchte nie das von ihrem Mann angeheiratete Adelsprädikat. Sie verfügte über genug Selbstbewusstsein, als Frau Seidlitz durchs Leben zu gehen, denn Bildung und eine herbe Schönheit hatten sich in ihr auf so faszinierende Weise verbunden, dass sie, wo immer sie auftauchte, stets gesellschaftlicher Mittelpunkt war. Mit ihrem Alter von gerade vierzig Jahren kokettierte sie gerne, indem sie darauf hinwies, sie befinde sich nun schon im fünften Jahrzehnt. Natürlich hatte sie der Tod ihres Mannes schwer getroffen, und sie begann gerade das Leid, das ihr unerwartet begegnet war, mit der Kraft ihres Verstandes zu verarbeiten. Doch dann rief die Klinik an, sie möge bitte die letzten Habseligkeiten ihres Mannes abholen. Anne kam der Aufforderung noch am selben Tag nach. Eine Schwester übergab ihr gegen Quittung einen verschweißten Plastiksack, der neben Guidos Kleidungsstücken seine Uhr und Brieftasche enthielt. Dabei erfuhr sie eher beiläufig, dass Guido zur Zeit des Unfalls nicht allein im Auto gesessen habe. Die Beifahrerin hat nur leichte Verletzungen davongetragen, man hat sie heute entlassen. Beifahrerin? Die unsagbare Trauer, der Schmerz und die Leere, die Guidos Tod in ihr hervorgerufen hatte, schienen auf einmal wie weggefegt, ja, auf einmal empfand sie Hass gegen den Mann, den sie am Tag zuvor zu Grabe getragen hatte. Zehn Jahre Ehe, vermeintliches Glück, stürzten plötzlich in sich zusammen wie ein abrissreifes Gebäude unter der Gewalt der Bulldosser. Ihr war, als hätte sie ihren Mann zweimal verloren. Einmal vor wenigen Tagen und dann jetzt. Auf dem Heimweg, den Anne in einem Taxi zurücklegte, wurden Erinnerungen wach. Gedanken, Erlebnisse, die nun auf einmal einen Sinn ergaben. Sie wühlte in ihrem Mantel nach dem Zettel, den ihr der Arzt in der Klinik gegeben hatte. Hanna Luise Donat, Hohenzollernring 17. Sie hielt dem Taxifahrer den Zettel vor die Nase. Fahren Sie mich dorthin. Das Haus im Osten Münchens war nicht die feinste Adresse, machte aber einen gepflegten, gediegenen Eindruck. Ein grau gestrichenes Eisentor in der Gartmauer trug ein ovales Messingschild ohne Namen. Anne drückte auf den Klingelknopf. Kurz darauf erschien ein kleiner, dicklicher Mann in der Tür. Bin ich hier richtig bei Hanna Luise Donat? rief Anne dem Mann entgegen. Der kam ihr mit einem Schlüssel entgegen und schloss das graue Gartentor auf. Dann streckte er die Hand aus, an deren Zeigefinger das oberste Glied fehlte, und sagte, während er sich mit ungeschickter Höflichkeit verneigte Donat, Sie wollen zu meiner Frau, bitte. Die Bereitwilligkeit, mit der der Mann, ohne zu fragen, was sie denn überhaupt wolle, Anne einließ, versetzte sie in Verwunderung. Donat bat Anne in ein spärlich möbliertes Zimmer mit zwei alten Schränken und einem schwülstigen Bild aus der Jahrhundertwende. Bitte, gedulden Sie sich einen Augenblick. Er verschwand hinter einer der hohen Türen. Nach einer Weile kehrte er zurück, hielt die Tür auf und bat Anne herein. In der Mitte des Raumes saß eine Frau, Wohl etwa im selben Alter wie sie. Sie saß starr wie eine Statue, die Beine in eine Decke gehüllt. Sie saß in einem Rollstuhl. Alle Bewegungen, die ihr der Körper vom Hals abwärts offenbar verweigerte, spiegelten sich in ihrem schönen Gesicht wieder. Ich bin Hanna-Luise Donat, sagte die Frau freundlich, und mit einer Neigung des Kopfes bedeutete sie der Besucherin näher zu treten. Anne stand wie angewurzelt, ihr fehlten die Worte. So kam es, daß die Frau, offenbar an Situationen wie diese gewöhnt, mit betont ruhiger Stimme sagte: "Bitte, nehmen Sie doch Platz." Und nach einem weiteren Augenblick, in dem nichts geschah, fügte sie nun etwas drängender hinzu: "Wollen Sie mir nicht sagen, was Sie zu mir führt, Frau?" "Seidlitz", ergänzte Anne. Sie wühlte in ihrer Manteltasche den Zettel hervor und las: "Hanna Luise Donath, Hohenzollernring 17." "Richtig?" Kommentierte die Frau. Anne stammelte ein paar entschuldigende Worte. Offensichtlich sei sie einem Irrtum aufgesessen. Man habe ihr in der Klinik diesen Namen und diese Adresse gegeben. Eine Frau gleichen Namens hätte im Wagen ihres Mannes gesessen und sei nach dreitägigem Klinikaufenthalt nach Hause entlassen worden. Dieses Missverständnis, gab der Mann zu bedenken, kann doch ihr Mann sehr leicht klären. Er ist tot, stellte Anne nüchtern fest. Sie verabschiedete sich schneller, als der Takt es geboten hätte. In dieser Nacht fand Anne keinen Schlaf. Das Geschehen der letzten Tage war einfach zu viel für sie gewesen. Heulend sank sie vor der Tür zu seinem Schlafzimmer auf die Knie und gab sich ihrer Wut hin. Ja, Annes Tränen waren keine Tränen des Schmerzes. Anne heulte vor Wut über ihn, und über ihre eigene Naivität, ihr blindes Vertrauen, das sie Guido entgegengebracht und das dieser schändlich missbraucht hatte. Im Badezimmer lag der Plastiksack, den man ihr in der Klinik übergeben hatte. Sie erkannte Guidos Uhr, eine goldene Hamilton aus dem Jahre 1921, Guidos Geburtsjahr. Sie riss den Beutel auf, zog den blutverschmierten Anzug hervor und breitete Hose und Sakko wie die Figur eines Hampelmanns aus. Und wie er so da lag, der Anzug, den er mit Vorliebe getragen hatte, Begann Anne mit bloßen Füßen auf ihm herumzutrampeln. Sie stampfte wild auf den Boden des Badezimmers, gab schnaubende Laute von sich und stieß immer wieder dasselbe Wort hervor. Betrüger, Betrüger, Betrüger. Bei ihrem orgiastischen Tanz hatte sie in dem Sakko Widerstand gespürt. Guidos Brieftasche. Sie atmete heftig, als sie ein Bündel Geldscheine aus der Tasche nahm. Während sie die Scheine mechanisch zu zählen begann, stieß sie auf eine gelbe Eintrittskarte. Deutsche Oper Berlin, Orphos und Euridike von Christoph Willibald Gluck, Mittwoch, 20. September, 19 Uhr. Heute? Je länger sie das Billett in der Hand hielt, desto mehr kam in ihr das Gefühl, auf die Opernvorstellung könnte sie auf irgendeine Spur bringen. Sie konnte und mochte sich einfach nicht vorstellen, dass Guido über Nacht zum Opernfan geworden war und allein eine Aufführung besuchte. Noch dazu, ohne dies mit einem Wort zu erwähnen. Anne nahm ihren Opernplatz, Parkett, siebte Reihe, erst im allerletzten Augenblick ein und war staunend, zu ihrer Rechten einen rotbackigen, glattrasierten Herrn mit randloser Brille zu finden, dem zum Domprediger nur der Talar fehlte, und zu ihrer Linken eine zauberhafte alte Dame. Fehlanzeige ging es ihr durch den Kopf, während sich auf der Bühne ein schmächtiger Kastrat mit Altstimme als trauernder Orpheus abmühte. In der Pause blieb sie auf ihrem Platz sitzen, ratlos in Gedanken versunken, bis die Reihe sich füllte. Während der rotbackige sich umständlich in seinen Sessel gleiten ließ, wandte er ihr den Kopf zu und sagte, kaum dass er die Lippen bewegte Auf diesem Platz hätte ich Guido von Seidlitz erwartet. Wer sind Sie? Ich bin Anne von Seidlitz, seine Frau. Der rotbackige, glattrasierte schien diese Antwort erwartet zu haben. Und? Was haben Sie für eine Nachricht? A eine Nachricht? Der glattrasierte fiel ihr ans Wort. Eine halbe Million war vereinbart. Sie sollten den Bogen nicht überspannen. Also, was wollen Sie? In diesem Augenblick verlosch das Licht. Um Himmels Willen, dachte Anne, es muss etwas geschehen. Und weil sie einfach nicht weiter wusste, zischelte sie zur Seite. Ich denke, wir sollten noch einmal verhandeln. Psst, tönte es aus der achten Reihe und der glatt rasierte machte eine beschwichtigende Handbewegung. Sie bemerkte, dass er eine Karte aus seinem Sakko zog und mit einem Stift darauf herumkritzelte. Mit dem Schlussakkord drückte er ihr die Karte in die Hand, auf der sich ein Autovermieter am Europacenter empfahl. Auf der Rückseite war eine Notiz in altmodischer Handschrift. Morgen, 13 Uhr, Museum Nofretete, neues Angebot. Gegen Mittag sind alle Museen der Welt halb leer und das Museum in Dahlem machte da keine Ausnahme. Anne fand den Mann in den Anblick des Fußbodenmosaiks versunken. Mit auf dem Rücken verschränkten Händen stand er da und starrte auf das Mosaik. Anne trat von der Seite an ihn heran. In Gedanken verloren, begann er auf einmal zu reden Das ist Orpheus mit seiner Leier, einer, der die Geheimnisse der Gottheit kannte, und er lächelte beinahe verlegen. Dann fuhr er fort Es gibt viele Versionen um seinen Tod. Eine besagt, er sei von Zeus durch einen Blitz getötet worden, zur Strafe dafür, dass er den Menschen die göttliche Weisheit übermittelt habe. Glauben Sie mir, es ist die einzige richtige Version. Anne stand wie erstarrt. Das alles konnte doch kein Zufall sein. Am Abend zuvor Glucks orpheus und jetzt stand er vor diesem Mosaik und faselte über den Tod des Sängers. Nach einer Weile blickte der Mann auf. Also gut, wir sind bereit, unser Angebot auf eine Dreiviertel zu erhöhen. Ich befürchte, sagte Anne, wir reden aneinander vorbei. Rotback holte Luft. Sie sind doch Frau von Seidlitz. Ja, und wer sind Sie? Nennen Sie mich Thales. Mich interessiert, begann Thales aufs Neue, mich interessiert vor allem eines. Wo befindet sich das Pergament zurzeit? Welches Pergament? Ein Pergament für eine Dreiviertelmillion? Ihr langes Schweigen machte Thales sichtlich nervös. Wo ist von Seidlitz? schob er seiner ersten eine zweite Frage nach. Mein Mann ist tot, erwiderte Anne mit fester Stimme. Aber wir haben letzte Woche noch telefoniert. Das kann doch nicht sein. Doch meinte Anne bestimmt. Verkehrsunfall. Tut mir aufrichtig leid. Schon gut. Anne senkte den Blick. Um Ihrer Frage zuvorzukommen. Ja, ich werde die Firma weiterführen, und insofern bin ich jetzt Ihr Ansprechpartner. Ich verstehe. Thales Stimme klang resigniert. Sie fragen sich natürlich, warum wir bereit sind, für ein Stück Pergament mit ein paar alten Schriftzeichen so viel Geld auszugeben. Allein an der Summe mögen Sie erkennen, wie wertvoll das Stück für uns ist. Das wollen wir nicht verhehlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen irgendjemand mehr bietet. Wichtig ist uns nur, dass niemand von dem Pergament erfährt, und schon gar nicht von dem Kauf. Und damit wir Sie gar nicht erst in Schwierigkeiten bringen können, wollen wir absolut anonym bleiben. Wir zahlen die geforderte Summe bar, das Geschäft braucht also in keiner Bilanz aufzutauchen. Wir verstehen uns? Anne, verstanden.